Hallo ihr Lieben, heute soll es den zweiten Teil zu meinen Reihen geben. Und zwar soll es heute um die Reihen gehen, die ich begonnen habe und noch nicht beendet habe. Und ich bin etwas erschrocken. Ich habe jetzt alles nochmal durchgeguckt und ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass es 39 sind. Es sind insgesamt 45 Reihen. 45 Buchreihen, die ich begonnen habe und noch nicht beendet habe. Und ich habe mich selbst erschrocken. Ich wollte dieses Jahr eigentlich so viele Reihen wie möglich beenden. Dass ich ein paar neue anfange, das war mir klar. Das ist unvermeidlich bei der Masse an Büchern, die jedes Jahr rauskommen. Aber ich wollte eigentlich Ende des Jahres sagen, ich habe weniger Reihen angefangen wie letztes Jahr. Und nein, letztes Jahr waren es, glaube ich, so um die 30 Reihen, die ich angefangen hatte. Jetzt bin ich bei 45. Findet den Fehler, verdammt. Ich habe mir die ganzen Reihen jetzt auch nochmal angeguckt und es gibt zwei, drei Reihen, die ich auf jeden Fall erstmal nicht mehr weiterlesen werde, weil diese Reihen im Moment einfach nicht mit mir sprechen oder weil ich den ersten Teil dann doch nicht so gut fand und mir denke so, nee, weiterlesen willst du jetzt eigentlich nicht. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was ich für Reihen angefangen habe und was ich für Reihen vielleicht nicht weiterlesen werde, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. So, ich habe jetzt die Reihen mal sortiert nach, könnte ich rein theoretisch beenden, weil alle Teile schon erschienen sind, nach, möchte ich nicht weiterlesen und nach, kann ich nicht beenden, weil noch nicht alle Teile da sind. Und ja, fangen wir mal mit den Reihen an, die ich rein theoretisch beenden könnte. Das erste Buch wäre Selection von Kira Cass. Ich könnte diese Reihe rein theoretisch beenden, da alle Teile ja schon erschienen sind. Ich kann das Buch gerade nicht lange in die Kamera halten, weil ich sonst extrem gelb werde. Und dann habe ich hinterher wieder Probleme beim Filtern. Und ja, ihr wisst ja, wie Selection aussieht. Das ist dieses Cover hier. Und ja, wie gesagt, ich könnte dieses Buch rein theoretisch beenden, aber habe es noch nicht. Ich habe den ersten Teil gelesen, der hat mir ganz gut gefallen. Hat mich jetzt nicht tausendprozentig umgehauen und überzeugt, aber die Geschichte hatte schon was, dass ich auf jeden Fall wissen möchte, wie es weitergeht. Dann vor kurzem angefangen erst habe ich mit Night School von C.J. Doherty. Diese Reihe ist ja an und für sich auch schon abgeschlossen und etwas älter. Hier hat mir der erste Teil so lala gefallen. Also hier waren schon sehr, sehr viele Dinge, die mich gestört haben, aber ich fand die Handlung an und für sich doch eigentlich ganz cool, dass ich schon wissen möchte, wie es weitergeht. Wir lesen jetzt auf jeden Fall den zweiten, also ich lese das ja mit Kathi und Ronja zusammen. Wir lesen auf jeden Fall den zweiten Teil und mal gucken, wenn der genauso ist wie der erste, werde ich danach sicherlich nicht mehr weiterlesen. Wenn der mir ein bisschen besser gefallen sollte, werde ich weiterlesen, mal gucken. Das werde ich hier so von Buch zu Buch entscheiden, aber wie gesagt, der erste war jetzt nicht so schlecht, dass ich sage, ich will nicht weiterlesen, aber er war jetzt auch nicht so, dass er mich tausendprozentig überzeugen konnte. Also ja, mal gucken, wie sich das Ganze mit Night School entwickelt. Dann eine Reihe, wo ich die Teile auch schon alle zu Hause habe, und zwar Black Blade von Jennifer Estep. Und mir fallen schon wieder die Lesezeichen raus. Ja, hier habe ich den zweiten und den dritten Teil schon da. Die habe ich mir ja mal in einem Medimobs-Paket mitbestellt. Und ja, ich könnte diese Reihe rein theoretisch beenden und werde das auf jeden Fall für nächstes Jahr mit in Angriff nehmen. Ich muss die Bücher mal hier rüberschieben, weil diese Stapel werden extrem hoch. Und ja. Wie gesagt, Black Blade möchte ich auf jeden Fall beenden. Habe ich noch nicht. Ich habe die Bücher da. Mal gucken, ob ich nächstes Jahr dazu komme. Dann auch beenden könnte ich Alice im Zombieland. Alice im Zombieland habe ich den ersten und den zweiten Teil gelesen in dieser wunderschönen Neuauflage vom HarperCollins Verlag. Ich hatte gehofft, dass der dritte und der vierte Teil, was ja eigentlich nur ein Spin-off ist, glaube ich, zur Geschichte, auch noch mit neu aufgelegt wird. Aber die Verkaufszahlen waren wohl nicht so gut bei der Neuauflage, dass sich das nicht lohnt. Deswegen werde ich mir da die alte Auflage irgendwann nochmal mitkaufen. Und ja, ich fand die ersten beiden Teile gut. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte diese übertriebene, teenie-mäßige Atmosphäre wieder in diesen Büchern. Und die waren zwar alle sehr aggressiv, das weiß ich noch. Aber ich fand die Geschichte trotzdem gut. Sie hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Und deswegen möchte ich den dritten und vierten Teil von Alice im Zombieland auch auf jeden Fall mitlesen. Und werde mir, wie gesagt, die alte Auflage dann mal irgendwie mitkaufen. Eine Reihe, die ich auch beenden könnte. Und zwar die Ice Like Fire-Reihe von Sarah Rash. Hier fand ich den ersten Teil ganz gut. Der war dann streckenweise sehr, sehr langweilig und ich werde schon wieder gelb, verdammte Hacke. Und ja, der zweite Teil war auf jeden Fall besser wie der erste. Der war auf jeden Fall um einiges spannender. Ich zeige euch das Cover nochmal kurz, bevor ich wieder gelb werde. Und ja, der zweite Teil war auf jeden Fall von Eis wie Feuer um einiges spannender wie der erste. Und ich bin schon sehr auf den dritten gespannt. Ich werde mir den auf jeden Fall noch irgendwie mal mit kaufen und dann auf jeden Fall dann nächstes Jahr die Reihe auch mit beenden. Und es ist eine Trilogie. Und auf jeden Fall war am Ende vom zweiten Teil ein übelster Plot-Twist und ja, war krass. Die nächste Reihe werde ich wohl nie vollständig besitzen. Ich habe den zweiten Teil ja von der lieben Sandra geschenkt bekommen. Ich freue mich da immer noch so drüber. Sandra, echt, danke, danke, danke.
Und zwar hat mir die liebe Sandra den zweiten Teil von Grisha geschenkt, Eisige Wellen. Und ich habe mich so darüber gefreut. Ich freue mich da jetzt auch noch so mega drüber. Ich kann das immer noch nicht glauben, Sandra. Vielen, vielen Dank. Du glaubst gar nicht, was für eine riesige Freude du mir damit gemacht hast. Und ja, ich habe schon mal nach dem dritten Teil geguckt. Aber wenn man nicht gerade 300-400 Euro für dieses Buch hinlegen möchte, ist es unmöglich, an den dritten Teil noch irgendwie ranzukommen. Deswegen werde ich mir den dritten Teil irgendwann als E-Book nochmal mitkaufen. Ich hatte mir den zweiten als E-Book auch schon gekauft. Und ja, werde dann halt den dritten Teil als E-Book irgendwann mal mitlesen. Den zweiten habe ich auch noch nicht gelesen. Das will ich auf jeden Fall dann auch ganz, ganz bald mitmachen. Und möchte diese Reihe dann auf jeden Fall nächstes Jahr auch beenden. Und ja, Labor Dugo schreibt einfach so unglaublich gute Geschichten und Bücher. Und das ist so toll. Und ja, ich habe ja auch das Lied der Krähen gelesen. Das Buch kommt dann auch gleich noch. Und das Lied der Krähen von Labor Dugo war auch richtig, richtig gut. Ich würde sagen, machen wir jetzt weiter mit den Büchern, die ich nicht weiterlesen möchte. Das sind die wenigsten. Und ja, ich habe mich entschieden, diese Reihen nicht weiterzulesen, weil sie mich im Moment einfach nicht ansprechen oder die ersten Teile dann doch jetzt nicht mich so überzeugen konnten, dass ich sage, ja, ich möchte sie unbedingt weiterlesen. Und zwar habe ich mich jetzt entschieden für Rat der Neun von Veronica Roth. Ich fand hier leider das Worldbuilding sehr, sehr schlecht. Ich fand die Charaktere nicht richtig hundertprozentig ausgearbeitet und die Handlung war auch nicht ganz perfekt. Und es war hier einfach sehr, sehr viel, was nicht gestimmt hat. Und dieses Buch ist ein richtig fetter Klopper. Und es tut mir sehr, sehr leid, aber dieses Buch wird definitiv wieder ausziehen. Und ich werde den zweiten Teil von Rat der Neun definitiv nicht mehr mitlesen. Und ja, schade, denn dieses Buch hätte sehr, sehr gut werden können. Es ist eine Science-Fiction-Geschichte, aber nee, es war einfach nicht gut. Dieses Worldbuilding war eine Katastrophe. Wie gesagt, die Charaktere, wären sie richtig ausgearbeitet gewesen, wären sie richtig, richtig cool gewesen. Aber auch die Handlung konnte mich im Nachgang, wenn ich mit dieses Buch nochmal so durch den Kopf gehen lasse, konnte mich auch hier die Handlung leider nicht 100% überzeugen. Die nächste Reihe werde ich jetzt vorerst erstmal nicht weiterlesen. Ich werde diese Reihe behalten, denn ich habe die ersten drei Teile gelesen, aber der dritte Teil ging mir ziemlich auf den Sack. Also diese ganzen Handlungsstränge im dritten Teil waren für mich einfach zu viel. Ich war da einfach nur genervt von. Und ich weiß von Sina, dass das im vierten Teil definitiv so weitergeht, weswegen ich jetzt gesagt habe, ich werde diese Reihe erstmal nicht weiterlesen. Vielleicht in 2 Jahren oder so, wenn diese Bücher mit mir sprechen, lese ich sie nochmal. Vielleicht stört mich das ja dann nicht mehr. Ich meine, Geschmäcker verändern sich ja auch mit der Zeit. Und zwar rede ich von Throne of Glass von Sarah J. Maas. Ich habe, wie gesagt, die ersten drei Teile gelesen. Ich mochte den ersten Teil. Ich fand den zweiten am besten. Ich fand den zweiten Teil wirklich richtig, richtig gut. Der hat mir mega gut gefallen, was die Handlung betraf, was die Charakterentwicklung betraf. Und ja, der dritte Teil hat mich dann einfach nur genervt. Und deswegen werde ich diese Reihe definitiv erstmal nicht mehr weiterlesen. Aber ich möchte die Bücher, wie gesagt, auf jeden Fall behalten. Denn ich fand die Bücher nicht schlecht. Ich fand die Reihe nicht schlecht, aber ich war halt am Ende so genervt. Und deswegen habe ich für mich jetzt gesagt, lese ich sie erstmal nicht weiter, aber die Bücher bleiben definitiv hier und vielleicht sprechen sie irgendwann nochmal mit mir und dann kann ich sie weiterlesen. Mal gucken. Dann habe ich noch aussortiert dieses Buch hier, Neue Liebe in Sunshine Valley. Das ist ja auch der zweite Teil der Vineyard-Reihe. Ich fand die Geschichte ganz, ganz süß und ich habe auch gesagt in meiner Rezi dazu, dass ich mir den ersten Teil vielleicht irgendwann nochmal mitholen werde, wenn es passt. Aber ich habe mich jetzt entschieden, da nicht weiter zu lesen, denn so gut war die Geschichte dann doch nicht, dass ich sage, okay, ich muss sie unbedingt weiterlesen. Ich habe hier einfach so viele New Adult Liebesgeschichten und Reihen, die ich angefangen habe, dass ich die erst mal beenden möchte. Und wenn mir wirklich irgendwann mal, was ich nicht glaube, die New Adult Bücher ausgehen, dann kann ich immer noch auf die Reihe zurückkommen. Aber ich werde auch hier vorerst nicht weiterlesen, denn wie gesagt, so tausendprozentig überzeugt hat mich diese Reihe dann auch nicht. Das nächste Buch, wo ich mich entschieden habe, nicht weiterzulesen, würde ich jetzt vielleicht erstaunen. Aber auch hier habe ich über diese ganze Geschichte nochmal nachgedacht und habe einfach gedacht, nee, war so im Nachgang gesehen nicht deine Geschichte. Und es reizt mich auch überhaupt nicht weiterzulesen. Es interessiert mich ehrlich gesagt null, was jetzt mit dieser Protagonistin in diesem Buch passiert. Deswegen habe ich für mich entschieden, diese Reihe nicht weiterzulesen. Und zwar Soulmates von Bianca Iosivoni. Das ist, wie gesagt, der erste Teil einer Dilogie. Und die Geschichte konnte mich leider nicht so überzeugen. Und wie gesagt, im Nachgang jetzt, wenn ich so über diese Geschichte nachdenke, es interessiert mich einfach nicht, was mit Rain am Ende jetzt noch passiert. Ich liebe die New Adult Geschichten von Bianca Iosivoni. Da bin ich ein riesiger Fan von. Aber dieses Buch konnte mich leider jetzt so im Nachgang gesehen
wirklich nicht überzeugen und deswegen werde ich diese Reihe nicht weiterlesen. Und das waren die Reihen, die ich nicht weiterlesen möchte, wo ich das für mich jetzt erstmal so entschieden habe. Einige Bücher von denen werden auch ausziehen, wie gesagt, andere werde ich behalten. Machen wir als nächstes weiter mit den E-Book-Reihen, die ich noch habe und die ich noch nicht beendet habe. Und zwar sind das insgesamt 2 Stück, Gott sei Dank, es sind nur 2 Stück. Ja, ich habe halt nicht so viele E-Books. Ich habe zum einen noch die Promise-Reihe von Maya Shepherd, da habe ich den ersten Teil gelesen, die Bärentänzerin, das ist eine dystopische Geschichte und ich mochte diese Geschichte. Ich fand auch das mit diesen Sekten ganz, ganz cool und ich weiß auch noch, wie das am Ende ausgegangen ist und ich weiß auch noch, dass ich am Ende gedacht habe, boah, du musst unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich habe mir den zweiten und den dritten Teil auch schon gekauft. Ich habe es nur noch nicht weitergelesen, warum auch immer. Ich, wie gesagt, E-Books und ich, wir stehen so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich komme immer nicht so dazu, E-Books zu lesen irgendwie. Ich weiß nicht, das ist immer nicht so 1000%ig meins. Ja, auf jeden Fall die Promise-Reihe von Maya Shepherd möchte ich auf jeden Fall noch weiterlesen. Wie gesagt, da habe ich den zweiten und den dritten Teil auch schon auf meinem Kindle. Und dann die nächste Reihe, die ich auf jeden Fall auch noch lesen möchte, die ich mir jetzt, wo ich das letzte Video gedreht habe, erstmal so wieder ins Gedächtnis gerufen habe. Und zwar die Hunters-Reihe von Bianca Iosivoni. Ich habe die Daughter of Darkness von ihr gelesen und die Daughter of Darkness ist ja ein Spin-off zur Hunters-Reihe. Ich habe von der Hunters-Reihe damals den ersten Teil gelesen und der hat mir auch schon sehr gut gefallen. Die Hunters ist eine FBI-Special Agent-Truppe und ja, die jagen halt Bösewichte und Mafia und ach, keine Ahnung was, nicht alles noch und den ersten Teil fand ich wirklich richtig gut und wie gesagt, hier wollte ich den zweiten und den dritten Teil auf jeden Fall auch schon extrem lange mal noch mitlesen und das werde ich jetzt auch auf jeden Fall versuchen, nächstes Jahr zu tun. Es sind ja im Prinzip insgesamt nur 4 Bücher, dass ich meine 2 Reihen, die ich als E-Book ja habe, beenden könnte und wie gesagt, ich habe die Bücher ja, also es ist ja nicht so, dass ich die Bücher nicht habe, aber E-Books sind halt einfach meine Stiefkinder. Ich kann es nicht anders sagen, ja. Auf jeden Fall, diese 2 E-Book-Reihen habe ich noch angefangen und möchte ich noch mit beenden nächstes Jahr. Chaka, eigentlich wollte ich die dieses Jahr schon beenden, aber ja, ja, ihr wisst ja, wie das so ist, ne? Tada! So, kommen wir jetzt zu dem größten Batzen und zwar sind das die Buchreihen, die ich angefangen habe, die ich nicht beenden kann, weil einfach noch nicht alle Teile erschienen sind und das sind die meisten Bücher und ich fange jetzt einfach bei dem linken Stapel an. So, ich habe mir den ersten Stapel jetzt einfach mal auf meinen Schoß gepackt. Ich weiß, bei manchen Büchern weiß ich gar nicht, wie viele Teile das im Endeffekt werden sollen und wie viele Teile da noch kommen, weil das einfach Reihen sind, die immer weiter fortgesetzt werden, wie zum Beispiel die Fuchsreihe von der lieben Niki. Ich habe bei der Fuchsreihe ja schon extrem weit gelesen, weil ich da ja Testleser bin, quasi im Prinzip, für diese Reihe und ich die Bücher dadurch schon immer ein bisschen vorab lesen darf und Niki meine Meinung dazu auch geben darf und ja, ich liebe die Fuchsreihe wirklich sehr. Ich finde Maikaila als Charakter und Ren, die sind einfach so toll, die sind so gut zusammen und auch Erebos und Pax und Sisandra, so nervig sie auch sein mag, die sind halt einfach alle super in ihren Rollen und ja, ich mag die Fuchsreihe sehr, ich mag das Worldbuilding, ich mag da einfach die ganze Geschichte drum und dran und ja, ich mag es natürlich auch, mich mit Niki darüber zu unterhalten und schon so ein paar Teaser immer so von ihr zu kriegen und wenn sie mir so erzählt, in was für eine Richtung sich das Ganze mal entwickeln soll und ja, aber ich mag die Geschichte einfach sehr und deswegen die Fuchsreihe habe ich auf jeden Fall angefangen, aber wie gesagt, kann ich noch nicht beenden, weil da noch ganz, ganz viele Teile kommen werden. Es werden noch einige Teile kommen, also für die Leute, die die Fuchsgeschichte kennen und genauso mögen wie ich, da kommt noch einiges, seid auf einiges gefasst und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn weitere Teile von der Fuchsreihe erscheinen und das hier ist der 2. Sammelband zur Fuchsreihe. Hier ist der 4., 5. und 6. Teil drin und ich werde mir die anderen Sammelbände auf jeden Fall so nach und nach nochmal mitholen. Ich habe die zwar alle als E-Book von Niki bekommen, aber ihr wisst, ich und E-Books, ne? Dann habe ich noch eine Reihe von Niki angefangen, die ich noch nicht beenden kann, weil einfach jeder letzte Teil noch fehlt. Und zwar Noelle und Noelle. Das ist die erste Geschichte, die ich von Niki auch damals gelesen habe. Und das ist der 1. Doppelband, Die Geburt und das Erwachen. Und hier fehlt der 3. noch und der 4. Ich warte aber auch hier, dass der 3. und 4. vielleicht wieder in einem Sammelband kommen. Deswegen habe ich mir den noch nicht gekauft. Und ja, Noelle und Noelle, was soll ich dazu sagen? Ist eine High-Fantasy-Geschichte der etwas anderen Art. Es geht hier um die 2 Geschwister, Noelle und Noelle, und sie sind Zwillinge und sie sind aber keine einfachen Zwillinge, denn der eine kommt mehr nach der Mutter und der andere mehr nach dem Vater und mehr verrate ich dazu jetzt nicht. Und ja, jeder, der gerne Jugend-High-Fantasy-Bücher liest und jeder, der gerne auch mal Geschichten liest, die so vielleicht ein bisschen andersartig sind, der sollte sich Noelle und Noelle auf jeden Fall angucken. Ich mag diese Bücher sehr und ja, warte schon sehr auf den 4. Teil und hoffe, dass Niki sich da bald mal ransetzt und den schreibt und ja, dass ich diese Reihe halt auch mit beenden kann. Niki, es liegt an dir, wann ich diese Reihe beenden kann. Also
zack, zack, zack. Du weißt Bescheid. Die nächsten Reihen, die ich euch zeige, sind alles New Edit Reihen. Und die kann ich halt auch alle noch nicht beenden, weil da immer noch ein Teil fehlt. Oder ich weiß auch teilweise gar nicht, wie viele Teile es dazu gibt. Diese Reihen jetzt hier mal im Schnelldurchlauf. Denn und zwar, ich habe noch angefangen, die Game On Reihe von Kirsten Callihan. Hier kommt der vierte Teil im Dezember raus. Ich freue mich schon wahnsinnig doll auf den vierten Teil. Dann die Off-Campus Reihe von Elle Kennedy. Das ist die Reihenbezeichnung. Das ist der erste Teil, The Deal. Dann eine Reihe, die ich dieses Jahr noch beenden kann, und zwar die Gamble Brothers Reihe von Jennifer Lammetraut. Da fehlt mir jetzt nur noch der dritte Teil, der kommt im Dezember jetzt auch raus und den werde ich mir holen und auf jeden Fall lesen. Dann eine Reihe, wo ich schon sehr auf den dritten Teil warte und hoffe, dass der endlich geschrieben wird, und zwar die Hartwell Love Stories von Samantha Young. Das ist der zweite Teil, Every Little Thing, und ich warte schon sehnsüchtig auf den dritten Teil. Ich glaube, diese Reihe soll 6 oder 7 Teile beinhalten dann später mal, wenn sie komplett ist. Ich weiß es aber nicht genau, aber ich glaube 6 Teile auf jeden Fall. Und dann die Forever in Love Reihe von Cora Carmack. Hier sollte ja der vierte Teil im November erscheinen. Die Autorin aber an einer Augenkrankheit leidet, hat sich das alles bei ihr nach hinten verschoben, die ganzen Veröffentlichungstermine, und es steht jetzt noch nicht fest, wann der vierte Teil rauskommt. Es sollte ursprünglich der 10.12. sein, aber ich glaube, das haben sie jetzt nochmal nach hinten verschoben. Also, wer weiß, wann der vierte Teil erscheint. Das finde ich sehr, sehr schade, denn ich freue mich schon sehr auf die Geschichte von den beiden. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Und jetzt ist mein Akku leer und verdammt, ich muss gucken, ob der andere Akku voll ist. So, wir haben jetzt inzwischen eine Stunde später. Der Akku ist jetzt wieder aufgeladen, der zweite Akku lädt jetzt auch noch. Es waren beide Akkus leer, ist mir auch lange nicht passiert, dass ich da nicht vorher nochmal geguckt habe, die Akkus zu laden. Naja, egal. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit den angefangenen Buchreihen. Ich habe hier noch ein paar liegen. Ich nehme mir mal den nächsten Stapel von Büchern und machen wir auch hier weiter. Ich habe noch angefangen die Firsts-Reihe von Bianca Iosivoni. Das ist der letzte erste Kurs, der zweite Teil. Der dritte kommt nächstes Jahr und es wird auch einen vierten geben. Und ich freue mich da sehr, denn die Firsts-Reihe von Bianca ist ganz, ganz toll. Ich liebe sie, kann sie euch wirklich nur empfehlen. Und ja, freue mich auf den dritten. Hihi. Die nächste Reihe ist die Immortals After Dark-Reihe von Cressley Cole. Hier habe ich ja den ersten Teil gelesen, Nacht des Begehrens. Und ich war beim ersten Teil ja so ein bisschen hin und her gerissen, so ein bisschen zwiegespalten, was die Geschichte betraf, rund um Lachlan und, wie hieß sie noch gleich? Emmaline oder sowas hieß sie, sie hatte auch so, ja, Emmaline. Und Niki hatte mir ja gesagt, dass die Reihe mit jedem Buch besser werden wird und deswegen werde ich sie auf jeden Fall erstmal weiterlesen. Ich habe ja den zweiten und den dritten Teil schon zu Hause. Deswegen bin ich mal gespannt, was die Immortals After Dark Reihe noch für mich bereithält. Und ja, mal schauen. Ich werde auf jeden Fall erstmal die 3 Teile noch lesen. Dann habe ich noch angefangen dieses Jahr mit der Gilde der Jäger von Nalini Singh. Das ist diese Engelsreihe. Das ist jetzt der zweite Teil Engelszorn. Ich habe den ersten und den zweiten Teil bisher gelesen. Den dritten, vierten, fünften, sechsten habe ich schon zu Hause, habe ich aber noch nicht gelesen. Muss ich auch unbedingt mal weitermachen. Und ja, diese Reihe habe ich noch angefangen. Die nächste Reihe werde ich im Januar beenden können. Woohoo! Und zwar ist das Angel Fall von Susan E. Da kommt der dritte Teil im Januar raus. Den werde ich mir auf jeden Fall holen und den werde ich auf jeden Fall gleich lesen und verschlingen. Und ich freue mich da schon sehr drauf, denn ich fand den zweiten Teil gut, auch wenn er von der Storyline her so wie der erste war. Was mir aber beim Lesen nicht aufgefallen ist, da hatte mir dann eine Abonnentin einen Kommentar geschrieben und dann dachte ich mir, ja, hey, sie hat recht. Ist mir beim Lesen aber gar nicht aufgefallen und das Ende war auf jeden Fall richtig gut und richtig spannend. Und ja, ich freue mich auf den dritten Teil von Angel Fall und freue mich, diese Reihe dann nächstes Jahr zu beenden. Und die nächste Reihe wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile existieren und fortgesetzt werden, denn es ist inzwischen der 16. Teil auf dem Markt und der 17. Teil kommt im Januar oder Februar raus, ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube Februar. Und der 17. Teil ist dann der erste Teil der zweiten Staffel und zwar rede ich von der Gestaltenwandelreihe von Nalini Singh. Das ist Wilde Umarmungen, das ist der 16. Teil. Ich weiß gar nicht, ob es ein offizieller Teil ist, denn in diesem Buch sind 4 Kurzgeschichten drin noch zur Gestaltenwandelreihe und ich freue mich da jetzt schon sehr drauf, die noch mitzulesen. Ich habe es noch nicht gelesen und ja, ich liebe die Gestaltenwandelreihe von Nalini Singh und das nicht nur, weil hier vorne immer so Männer sind, die nett anzuschauen sind, nein. Also ich finde, die Welt, die Nalini Singh hier geschaffen hat, ist einfach einmalig und sie ist so gut und so toll und ich liebe es. Ich liebe, 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 liebe es und ich freue mich schon sehr auf die neue Staffel, die jetzt kommt von der Gestaltenwandlerreihe und ja, die erste Protagonistin ist Silver Merchant und wir kennen Silver schon, denn sie ist die Assistentin von Caleb Krycek und I love it. I love Caleb und ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr drauf.
machen wir mal mit den broschierten Büchern weiter, bevor wir uns den Hardcovern widmen. Und ja, das erste Buch, was ich euch zeigen möchte hier, ist Das Lied der Krähen von Leigh Bardugo. Das ist der erste Teil. Ich glaube, das ist auch eine Dilogie oder eine Trilogie. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall gibt es einen zweiten Teil. Das ist dann Das Gold der Krähen. Und da freue ich mich auch schon so unglaublich drauf. Dieses Buch ist definitiv auch ein Jahreshighlight von mir. Es war einfach so gut. Es war einfach so perfekt in der Umsetzung. Und dieses Worldbuilding, die Charakterentwicklung, das war einfach alles einmalig. Und Leigh Bardugo hat hier eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte geschrieben und ja, die war einfach unglaublich gut und ich kann es jedem nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es war einfach nur einmalig. Wow, I love it. I love it, I love it, I love it. Dann habe ich hier noch eine Dilogie, die ich auch gerne mal weiterlesen möchte, wenn dann der zweite Teil irgendwann mal kommt. Und ich hoffe, dass die liebe Laura sich jetzt langsam mal hinsetzt und den zweiten Teil fertig schreibt. Und zwar This New World von Laura Newman. Denn ja, ich warte sehnsüchtig auf den zweiten Teil. Laura hat ihn noch nicht geschrieben und noch nicht beendet. Und ja, ich hoffe, dass sie das dann ganz, ganz bald macht. Ich bin schon sehr gespannt auf den zweiten Teil. Das erste Buch hat mir gut gefallen, war jetzt aber keins meiner Lieblingsbücher von ihr. Also da mag ich Adib und auch Jonah lieber und da fand ich auch die Nachtsonne von der Story her noch besser. Also hier, das Buch war ein bisschen ruhiger wie die anderen irgendwie von der Erzählweise her und das war alles sehr gesittet auch in diesem Buch, wie diese Story verlaufen ist. Und ja, ich bin aber schon auf den zweiten Teil gespannt und bin gespannt, was da noch alles so passieren wird. Und ja, hoffe, dass Laura Disney World dann ganz, ganz bald zu Ende schreibt. Dann habe ich dieses Jahr noch mit einer neuen Reihe von Jennifer Estep angefangen, und zwar der Big Time-Reihe. Das ist der zweite Teil Hot Mama. Der fiel mir jetzt nicht so gut wie der erste, aber ich bin schon auf den dritten gespannt. Also ich möchte diese Reihe auch auf jeden Fall weiterlesen. Ich bin gespannt, was hier noch mit unseren Superhelden alles passiert. Und ja, ich mag Jennifer Estep, ihre Bücher einfach sehr und bin schon gespannt, was die Big Time-Reihe noch für Überraschungen bereithält. Dann haben wir noch eine Jennifer Estep-Reihe, die ich angefangen habe, wo ich auch echt unbedingt mal weiterlesen möchte. Ich habe hier noch zwei Bücher von dieser Reihe rumstehen. Noch zwei sind inzwischen erschienen, und zwar die Elemental Assassin-Reihe von Jennifer Estep. Das ist der erste Teil Spinnenkuss. Ich liebe diese Reihe. Ich liebe Jin als Protagonistin. Sie ist Auftragskillerin. Ich mag die Storyline. Ich mag die Ansätze in der Geschichte. Ich mag die Magie in der Geschichte. Und ja, ich müsste hier echt unbedingt mal weiterlesen. Warum mache ich das eigentlich immer nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das nächste Buch ist auch der erste Teil einer Reihe, wobei die Geschichte in sich abgeschlossen ist und es in dem zweiten Teil quasi um andere Charaktere geht, also um Nebencharaktere. Und zwar ist das Bird and Sword von Amy Harmon. Wie gesagt, dieses Buch ist an für sich in sich abgeschlossen, ist aber auch der erste Teil einer Reihe. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Dilogie wird oder eine Trilogie, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es einen zweiten Teil gibt. Im zweiten Teil geht es dann um den Nebencharakter. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie er hieß. Kiel, glaube ich. Ja, Kiel. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt und freue mich da schon drauf. Und ich hoffe, dass der Lux Verlag den zweiten Teil auch rausbringt, denn ich würde ihn auf jeden Fall auch mitlesen. Bird und Sword mochte ich sehr und ja, habe ich ja auch vor kurzem erst gelesen. Also, falls euch die Bücher, wie gesagt, nochmal interessieren, schaut in den Videos vorbei, die irgendwo auf meinem Kanal dazu rumfliegen. Und ja, die letzte broschierte Ausgabe, die ich hier habe, ist Wie die Luft zum Atmen von Brittany C. Cherry. Das ist der erste Teil der Romance Elements Reihe. Das sind insgesamt vier Bücher. Wie die Luft zum Atmen ist der erste, Wie das Feuer zwischen uns der zweite. Und der dritte Teil, In stillen Wassern, kommt im Februar oder März auch mit raus. Und da freue ich mich auch schon so unglaublich. Und ich finde das Cover vom dritten Teil wieder mal so gut. Ich mag das hier vom ersten total. Das vom zweiten hat mir nicht gefallen. Ich mag auch das vom vierten nicht. Aber das vom dritten, auf dem dritten Cover ist wieder so ein Mann nach meinem Geschmack drauf. Und ja, ich freue mich schon sehr auf die Geschichte und ja, freue mich, dass die Romance Elements Reihe nächstes Jahr weiter übersetzt wird. Und ja, ich freue mich auf den dritten und vierten Teil und ja, hoffe, dass der vierte Teil nächstes Jahr vielleicht auch noch mit rauskommt. Dann könnte ich diese Reihe nächstes Jahr auch mit beenden. So, machen wir weiter mit den nächsten Reihen. Und das sind alles jetzt nur noch Hardcover-Bücher, die ich hier habe. Und das erste Buch ist Salz und Stein. Und alle, die sich jetzt fragen, hä, Salz und Stein und Feuer und Flut, das ist doch eine Dilogie. Die Autorin Victoria Scott schreibt gerade am dritten Teil zur Brimstone Bleed-Reihe und da freue ich mich sehr. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Es hatte ja ein offenes Ende und dieses Rennen, worum es ja im ersten und zweiten Teil geht, ist jetzt zwar vorbei, aber die Geschichte geht ja noch weiter und ich bin schon sehr, 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 sehr gespannt auf die Geschichte und freue mich, das Abenteuer von Tella und Guy weiter zu verfolgen. Und ja, ich mochte die Bücher total. Ich fand es sehr, sehr spannend und ich fand den Ansatz dieser Geschichte auch richtig gut mit diesem Wettrennen. Und ja, hat mir sehr
sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Bücher zu lesen und freue mich dann jetzt auf den dritten Teil und deswegen ist diese Reihe noch nicht beendet. Machen wir weiter mit den nächsten Büchern und zwar haben wir als nächstes die Götterleuchten-Reihe von Jennifer Armentrout. Hier kommt der dritte Teil jetzt im Dezember raus. Ich warte schon auf ihn, denn ich habe ihn auch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Da freue ich mich so drüber, dass der Verlag mir das Buch genehmigt hat und er müsste jetzt die Tage hier bei mir eintrudeln und es kommt ja nächstes Jahr noch ein vierter Teil raus, deswegen ist diese Reihe definitiv mit dem dritten noch nicht beendet. Ich hoffe, dass nächstes Jahr der vierte Teil dann ganz, ganz bald noch mit übersetzt wird vom Verlag und dass ich die Reihe dann auch nächstes Jahr mit beenden kann. Dann habe ich als nächstes noch eine Reihe, wo ich auch erst dachte, es ist eine Trilogie, aber nein, es ist eine Tetralogie. Und ja, ich dachte am Ende vom dritten Teil so, oh, nein, verdammt, 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 verdammt. Ich konnte die Protagonistin am Ende vom dritten Teil echt gut verstehen. Ich konnte ihn nicht verstehen. Und ich dachte mir nur so, ah, warum tut ihr uns das an? Ja, auf jeden Fall gibt es einen vierten Teil zu Die Farben des Blutes. Das hier ist der dritte Teil, Goldener Käfig. Das ist ein ganz schöner Oschi. Und ich muss sagen, dass mir der dritte Teil definitiv wieder besser gefallen hat wie der zweite. Der zweite war echt extrem Kaugummi. Der hat sich extrem gezogen und war sehr, sehr langweilig, weil da von der Story auch nicht sehr viel passiert ist. Und der dritte Teil war da definitiv wieder besser, aber er war auch immer noch teilweise ganz schöner Kaugummi. Und ich hoffe, dass der vierte Teil jetzt nicht so kaugummiartig wird und dass der vielleicht auch nicht so ein Oschi wird, sondern sich da ein bisschen kürzer fasst, denn es ist schon immer krass, wenn man so dicke Bücher hat, wo man dann auch liest und die sich dann halt so noch extrem in die Länge ziehen. Da muss man sich manchmal ganz schön durchkämpfen. Obwohl ich die Geschichte eigentlich mag und ich mag auch den Ansatz der Geschichte eigentlich ganz gerne, aber Kaugummi. Na, naja. Aber es wird einen vierten Teil geben und naja, warten wir mal ab. Ich weiß gar nicht, wann der rauskommen soll, der vierte Teil. Ich bin gespannt, ich hoffe nächstes Jahr und ich hoffe, dass der vierte dann auch der letzte ist, dass ich die Reihe dann beenden kann. Die nächste Reihe, die ich habe, ist, glaube ich, eine Dilogie auch und ich hoffe, dass der Verlag hier den zweiten Teil übersetzt. Ich habe da bisher noch nichts weiter von dieser Reihe gehört und zwar Ewig Dein von Janet Clark. Das ist die Deathline-Reihe und wie gesagt, ich hoffe, dass der Verlag den zweiten Teil noch mit übersetzen wird. Das Buch ist irgendwie ein bisschen untergegangen, finde ich, in der Masse von Büchern, die immer rauskommen. Ich muss auch sagen, dass ich das Cover jetzt persönlich für mich nicht so schön finde. Also es passt auch irgendwie überhaupt nicht zur Geschichte. Da hätte man so viel mehr draus machen können. Man hätte viel, viel coolere, man hätte einfach ein viel cooleres Cover machen können. Aber die Geschichte war einfach grandios. Ich fand die Story richtig gut. Ich fand das Feeling in dem Buch richtig gut. Dieses Krimi-hafte, was dieses Jugendbuch auch noch hatte, war auch einfach richtig, richtig toll. Und ich mochte die Geschichte total. Ich fand das Ende absolut, oh mein Gott, ich habe da echt mitgefiebert am Ende mit der Protagonistin. Und ja, ich hoffe, dass der zweite Teil vom Verlag übersetzt wird und dass der noch kommt. Denn das erste Buch hier war richtig, richtig gut. Definitiv auch eins meiner Jahreshighlights, nur mal so schon so am Rande gesagt. Ich habe sehr viele Jahreshighlights, glaube ich, dieses Jahr. Es werden einige. Ich werde mich, glaube ich, nicht auf 5 oder so begrenzen können. Deswegen muss ich dann am Ende des Jahres dann nochmal gucken, was ich genau jetzt hier erwähle für Bücher. Und ja, Ewig Dein von Janet Clark ist auf jeden Fall ein Kandidat für, denn dieses Buch war einfach rundum perfekt. Ich fand es einfach nur mega, mega, mega. Und ja, hoffe, dass der zweite Teil vom Verlag dann übersetzt wird und kommt. Das nächste Buch ist der vierte Teil einer Reihe und da kommt nächstes Jahr der fünfte raus. Und ich hoffe auch, dass hier der fünfte der letzte ist. Denn ich mag die Reihe zwar echt sehr, sehr gerne, aber so langsam geht bei mir da die Luft raus. Kennt ihr das, wenn ihr Reihen habt, die sehr, sehr lang sind, wo ihr dann einfach irgendwann denkt, so, oh, kommt doch jetzt einfach endlich mal auf den Punkt und kommt zum Ende. Und so geht es mir bei Talon oder Talon. Ich mag die Reihe unglaublich gern, ich mag die Charaktere total, aber so langsam bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte jetzt gern, dass das jetzt doch schon alles aufgelöst wird und dass alles so sein Ende findet und dass alles so ein gutes Ende hat und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie der fünfte Teil dann ist. Der vierte Teil hatte ja ein überraschendes Ende, sag ich mal. Und ja, ich fand den vierten Teil auch wieder richtig gut. Wir haben ein Jahr jetzt auf den vierten Teil gewartet und jetzt warten wir wieder ein Jahr auf den fünften. Oh, dieses eine Jahr immer zwischen den Büchern, das ist immer so übel. Und ja, ich habe mich aber wieder sehr, sehr gut in die Geschichte auch reingefunden nach dem einen Jahr. Und ja, hoffe, dass der fünfte dann auch der letzte Teil ist und dass die Geschichte dann abgeschlossen ist. Denn wie gesagt, zu langsam geht mir da ein bisschen die Luft raus. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist der erste Teil der Namsara-Reihe.
ja, ich weiß, komischer Name. Und zwar ist das Iskari, der Sturm naht. Die Geschichte vom ersten Teil ist an und für sich in sich auch so ein bisschen abgeschlossen. Es hat zwar ein offenes Ende, jetzt aber keinen mega fiesen Cliffhanger. Aber die Geschichte geht auf jeden Fall noch weiter und das finde ich sehr, sehr cool. Ich mochte die Geschichte ganz einfach, weil sie einfach mal anders war wie alle anderen Bücher. Ich finde, diese Geschichte hatte schon etwas Märchenhaftes, was sie ein bisschen besonders gemacht hat. Viele werden sicherlich sagen, boah, die Geschichte zieht sich wie Kaugummi und ist langweilig. Weil, wie gesagt, diese Erzählweise einfach mal etwas anderes ist. Ich brauchte auch so die ersten paar Seiten, um reinzukommen, aber wo ich mich dann einmal reingefunden hatte, war alles super und es lief einwandfrei und ich mochte die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wurde, total. Und ich hoffe auch hier, dass der Verlag die Reihe weiter übersetzen wird, denn ich mochte Iskari, der Sturm naht, einfach sehr, sehr gerne, denn wie gesagt, es war einfach mal ein Buch, was sich aus der Masse abhebt, was einfach mal etwas ganz, ganz Eigenes hatte und was etwas ganz Besonderes war und ich finde das Cover immer noch unglaublich cool und hübsch und schön und es passt einfach so gut zur Geschichte. Das nächste Buch ist auch der erste Teil einer Dilogie, hier kommt der zweite Teil nächstes Jahr im März oder April, glaube ich, raus. Und zwar Die Legende der vier Königreiche, ungekrönt. Ich mochte dieses Buch total. Es ist ein kitschiges, schmalziges Jugendbuch wieder. Es ist High Fantasy. Aber ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. Es ist einfach so toll gewesen, die Geschichte zu lesen. Und ich mochte unsere Protagonistin M in diesem Buch total. Ich mochte den Prinzen total. Kasimir war einfach, oh, er war einfach so toll. Und wie sich das Ganze in dem Buch entwickelt hat, war einfach so richtig gut. Und das Ende war so überraschend und so, what? Oh mein Gott, was geht hier ab? Das war einfach so, damit hätte ich einfach nicht gerechnet am Ende und ich freue mich jetzt wahnsinnig doll auf den zweiten Teil und freue mich dann, diese Reihe damit auch zu beenden. Und ja, ich kann euch die Legende der vier Königreiche nur empfehlen, wenn ihr kitschige, schmalzige Jugendbücher mögt, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall an. Ich mochte es sehr. Ich liebe, liebe, liebe diese Geschichte. Ja, dann haben wir noch ein Buch, wo ich am Anfang dachte, es ist ein Einzelband. Aber nein, es kommt ein zweiter Teil. Und auch dieses Buch hat mir unglaublich gut gefallen. Ich mochte die Welt, in der das Buch gespielt hat. Ich mochte die Handlung total. Viele haben es mit Panem verglichen und haben gesagt, ja, das ist wieder so eine Dystopie à la Panem. Und auch wenn viele Grundkonstrukte vielleicht ähnlich waren wie bei Panem, die halt einfach eine Dystopie auch ausmachen, muss ich persönlich sagen, weil das die allererste Dystopie seit Panem, wo ich eben nicht an Panem gedacht habe. Und zwar rede ich von Die Perfekten von Caroline Brinkmann. Dieses Buch war einfach auch richtig gut. Ich habe es total gefeiert beim Lesen. Ich feiere es auch heute noch. Und Rain ist einfach eine so tolle Protagonistin. Und ich mag die Handlung. Ich mag einfach das Ganze drum und dran. Ich fand die Nebencharaktere gut. Ich mochte die Welt, in der das gespielt hat. Und ich fand den Aufbau auch richtig gut. Und ja, es war einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich mag sie sehr. Und ich freue mich immer noch ganz, ganz dolle, dass ich das Buch jetzt signiert bekommen habe. Danke, Annika, nochmal an dieser Stelle. Und danke, Caroline, dass ihr euch diesen Plan ausgedacht habt. Ich habe hier noch die Karte von Caroline drin, die sie mir geschrieben hat. Und ich bin so happy, dass ich das Buch jetzt mit Signatur habe. Und freue mich da unglaublich drüber. Und ja, Die Perfekten von Caroline Brinkmann kann ich euch auch definitiv nur empfehlen. Es ist eine ganz, ganz tolle dystopische Geschichte und ich freue mich wahnsinnig jetzt auf den zweiten Teil. Kommen wir zur nächsten Reihe. Hier war der erste Teil eigentlich gar nicht mein Fall. Ich habe aber den zweiten schon zu Hause. Und ich habe mir jetzt gedacht, da ich das Buch auch nicht alleine gelesen habe, sondern mit Annika und Klein Sina zusammen, alle ihr beiden, lesen wir den zweiten Teil noch. Wie gesagt, ich habe den zweiten Teil eh einmal zu Hause stehen und ich finde das Cover auch immer noch so schön, aber die Geschichte vom ersten Teil war einfach langweilig. Es ist einfach nicht wirklich was passiert in dieser Geschichte. Und ja, ich rede hier von Kuss der Lüge von Mary E. Pearson. Ich finde das Cover immer noch wunderschön. Das ist eines der schönsten Cover, die ich kenne. Aber diese Geschichte war einfach für mich so langweilig. Es ist einfach nicht wirklich was passiert. Und dieser Schreibstil war einfach so ausschweifend wieder und so allumfassend. Und ja, es hat mich eigentlich voll genervt. Und wie gesagt, hätte ich den zweiten Teil nicht schon zu Hause stehen gehabt, hätte ich definitiv nicht weitergelesen. Da ich ihn jetzt aber einmal zu Hause habe und Annika auch ihn schon zu Hause hat, haben wir gesagt, gut, wir lesen weiter, wir geben dem zweiten Teil noch eine Chance. Vielleicht gefällt er uns ja besser, weil es gab Leute, die mochten den ersten, ich fand den zweiten aber gut. Und deswegen hege ich dann noch so ein bisschen Hoffnung, dass mir der zweite Teil dann gefallen könnte, auch wenn der erste mich jetzt nicht überzeugen konnte. Und ja, wir versuchen mal unser Glück mit dem zweiten Teil, denn wie gesagt, wir haben ihn ja eh schon zu Hause rumstehen und wenn da nichts ist, dann ziehen die Bücher halt wieder aus. So, ich habe den letzten Stapel Hardcover-Bücher auf meinem Schoß liegen. Und ja, das erste Buch ist Auf immer gejagt von Erin Summerill. Das ist der erste Teil der Königreich der Wälder-Reihe. Auch diese Geschichte hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte sie, wo sie rauskam, total. Es war auch wieder ein sehr, sehr gutes High-Fantasy-Buch. Ich habe ja dieses Jahr unglaublich viele Jugend-High-Fantasy-Bücher gelesen. Das war der Wahnsinn. Also es kam auch dieses Jahr unglaublich viele High-Fantasy-Bücher raus. Und ich mochte sie wirklich sehr, sehr gerne.
gerne. Und jetzt kam gerade mein Freund und hat einen Hund in die Stube gelassen. Hey Baby, willst du mal Hallo sagen? Komm mal hier, guck mal an die Kamera. Ja, komm mal hier. Ja, ich weiß, du kommst nicht auf meinen Schoß, weil hier die Bücher liegen. Und ja, Themawechsel. Ich bin etwas irritiert. Milo, was tust du? Nicht die Couch ablecken. Wieso leckst du die Couch ab? Geh weg da. Nicht die Couch ablecken. Guck mal da, sag mal Hallo. Sag mal Hallo. Ja, sag mal Hallo. Möchtest du Hallo sagen? Nein, du willst wieder runtergehen. So, das war Gastauftritt Milo. Nein, wir können jetzt nicht spielen, Schatz. Ich bin noch nicht fertig. Lass mir mal noch 10 Minuten, dann können wir spielen, okay? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Königreich der Wälder. Ja, dieses Buch hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich war, glaube ich, auch gerade dabei zu sagen, dass ich sehr viel High-Fantasy dieses Jahr gelesen habe, was Jugendbücher betrifft. Und ich habe sehr, sehr viele gute Jugend-High-Fantasy-Bücher eigentlich auch gelesen. Und ich bin wirklich inzwischen ein großer Fan von Jugend-High-Fantasy-Büchern. Und meine, würdest du bitte aufhören, mit deinem Viech hier rumzuquietschen? Danke. Und ja, ich mochte auch, wie gesagt, auf Immer gejagt sehr, sehr gerne. Ich bin auch hier gespannt, wie es weitergeht mit der Geschichte. Und freue mich da schon drauf, die dann irgendwann mal weiterzulesen, wenn es denn irgendwann mal den zweiten Teil gibt. Denn wie gesagt, ich kann ja noch nicht weiterlesen. Tada! Okay, wir haben jetzt noch 3 High-Fantasy-Reihen, eine Urban-Fantasy-Reihe und eine Science-Fiction-Reihe. Ich sag ja, ich habe dieses Jahr extrem viel High-Fantasy gelesen. Milo, könntest du jetzt aufhören? Lass Frankenstein los. Lass, los. Ja, also wie gesagt, ich sag ja, ich habe dieses Jahr sehr, sehr viel High-Fantasy gelesen. Oh, Milo! Machen wir weiter mit der nächsten High-Fantasy-Reihe von einer Autorin, wo ich auch die New Adult-Bücher sehr, sehr gerne mag. Und ich mochte auch Stormheart, die Rebellen von Cora Carmack wirklich sehr, sehr gerne. Viele mochten das Buch nicht, was ich nicht verstehen konnte. Es ist halt ein typisches Mädchen-High-Fantasy-Buch, weil die Liebesgeschichte schon im Vordergrund steht. Es ist kitschig, es ist schmalzig, es ist teilweise sehr, sehr überzogen und übertrieben. Aber genau das mag ich bei solchen Büchern einfach total. Und ja, Stormheart, die Rebellen von Cora Carmack war eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte. Und ich freue mich auch hier extrem auf den zweiten Teil. Und das Ende, ich weiß noch genau, was am Ende gewesen ist. Und ich dachte am Ende nur so, oh mein Gott, wie krass. Und was da alles noch rausgekommen ist, das war einfach unglaublich. Und ja, ich freue mich auf den zweiten Teil. Ich mochte Stormheart, die Rebellen sehr und kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne Jugendbücher lest, die kitschig sind, die schmalzig sind, die überzogen sind. Dann schaut euch Stormheart, die Rebellen von Cora Carmack auf jeden Fall an. Ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. Es war wirklich ganz, ganz toll. Das nächste Buch habe ich schon das ganze Jahr hier rumstehen, seit der Buchmesse im März. Und ich muss das Niki langsam echt mal zurückschicken. Und zwar Young Elites, die Gemeinschaft der Dolche von Marilou. Das ist der erste Teil der Young Elites-Reihe. Der zweite Teil des Bündnis der Rosen gibt es inzwischen auch. Und ja, das Buch hatte ich zwischenzeitlich nochmal an die Sina weitergereicht. Die hat mir das jetzt wiedergegeben, deswegen muss ich das der Niki langsam mal zurückgeben. Und Young Elites, die Gemeinschaft der Deutschen, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Viele mochten das Buch auch nicht, weil halt unsere Protagonistin eher eine Antagonistin ist in diesem Buch. Sie ist halt sehr auf sich bezogen und sehr auf sich bedacht, was ich absolut verstehen kann in dieser ganzen Situation, in der sie sich auch befunden hat. Und wer würde da nicht in erster Linie an sich denken? Also, ich konnte die Geschichte auf jeden Fall voll und ganz nachvollziehen. Ich konnte die Protagonistin nachvollziehen. Ich mochte die Geschichte. Ich fand diese ganze Sache mit diesen Gaben und diesem ganzen Drum und Dran, was da noch alles war, einfach ganz, ganz toll. Und ich fand auch das Ende richtig krass. Also ich bin jetzt echt gespannt nach dem Ende, wie das Ganze weitergeht. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Ich werde mir den von Niki dann auf jeden Fall irgendwann nochmal wieder mit ausleihen. Und es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und ich möchte die Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Ich glaube, das wird auch eine Trilogie. Ich weiß es gerade nicht genau. Die nächste Reihe habe ich mir bisher auch von der lieben Sina ausgeborgt und ich werde mir diese beiden Bücher jetzt aber definitiv noch kaufen, denn der zweite Teil, ich habe ihn jetzt diese Woche erst beendet. Oh mein Gott, der zweite Teil, er ist einfach so unglaublich gut. Der zweite Teil ist definitiv auch ein Jahreshighlight von mir. Definitiv. Dieses Buch war einfach so unglaublich gut und zwar rede ich hier von Das Reich der 7 Höfe, Flammen und Finsternis und es war einfach so toll. Es war einfach eine rundum perfekte Geschichte. Die Entwicklung, die diese Geschichte in den zweiten Teil genommen hat, war einfach so unglaublich. Es war einfach so gut. Es war einfach so gut gemacht und man konnte am Ende alles einwandfrei nachvollziehen. Die Sympathien, die man hier für manche Charaktere gehegt hat, die sind einfach weg und das einfach nicht so von jetzt auf gleich, sondern die Autorin hat einem hier einfach das auch gut begründet, wieso, weshalb, warum man nicht unbedingt vielleicht Sympathien mit diesen Charakteren hegen sollte und dass die nicht so sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen und ja, sie hat es einfach geschafft, im zweiten Teil das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level zu heben und Sina sagt immer, Sarah J. Maas ist die Queen der Turns und da gebe ich ihr komplett recht. Am Ende, die letzten 60 Seiten, ich habe hier gesessen, ich habe geschrien,
Menschen. Ich war so froh, hier alleine zu sein in der Wohnung. Also gut, der Hund war da, aber der ist das ja von mir gewohnt, dass ich ab und zu mal ausraste beim Lesen. Aber ich habe hier echt geschrien. Ich habe hier gesessen und habe gedacht, das kann nicht sein. Das kann jetzt nicht das Ende sein. Das kann die uns jetzt hier nicht antun. Das ist nicht ihr Ernst. Und dann kam noch ein Plot-Twist und noch ein Plot-Twist und noch ein Plot-Twist. Und ich habe mir nur so gedacht, what the fuck ist hier gerade los? Was geht hier ab? Ich verkrafte das gerade alles nicht. Und ja, es war einfach eine so gute Geschichte. Ich fand den ersten Teil schon richtig, richtig gut. Er hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt der zweite Teil, ne? Der zweite Teil. Oh mein Gott. Der hebt das Ganze, wie gesagt, nochmal auf ein ganz anderes Level. Und es war einfach so gut. Und ich werde mir den ersten und den zweiten Teil auf jeden Fall jetzt noch mit zum Geburtstag und zu Weihnachten wünschen. Das habe ich Schatzi schon gesagt, dass ich die beiden Bücher gerne hätte. Und ja, werde mir den dritten dann nächstes Jahr auf jeden Fall auch kaufen. Und es war einfach eine so, so tolle Geschichte. Und es war einfach so gut, wie Sarah J. Maas das hier umgesetzt hat, wie sie das Ganze erzählt hat und wie sie das auch alles rübergebracht hat. Und es war einfach so toll. Und ich kann euch Das Reich der Sieben Höfe von Sarah J. Maas wirklich nur empfehlen. Lest die Geschichte, sie ist so unglaublich gut. So, das waren die drei High-Fantasy-Reihen. Jetzt kommen wir noch zu der Irm-Fantasy-Reihe, die ich angefangen habe. Und zwar Götterfunke von Mara Wolf. Das hier ist der zweite Teil. Hass mich nicht und er ist noch eingeschweißt. Das heißt, ich habe ihn noch nicht gelesen. Ich möchte ihn aber auf jeden Fall ganz, ganz bald mitlesen. Und ja, ich fand den ersten richtig gut. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war auch so ein typisches, kitschiges, schmalziges Jugendbuch. Und ja, ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil. Und bin gespannt, wie das mit Jazz und Caden hier weitergeht. Und ob die Wette um Zeus und Prometheus erfüllt werden kann. Und ja, I'm so happy, dass ich das Buch jetzt auf jeden Fall schon mal zu Hause habe und wie gesagt, werde euch berichten, wenn ich den zweiten Teil gelesen habe, wie ich es fand, aber ich hoffe, er ist so gut wie der erste Teil. Hier mochten auch viele das Buch nicht, ich kann es nicht verstehen. Ich finde, manche Leute sollten einfach keine Jugendbücher mehr lesen, gerade nicht, wenn sie so kitschig und schmalzig sind, dann sollten sie es einfach lassen. Damit wären wir bei meiner allerletzten Reihe, wenn ihr es bis an diese Stelle geschafft habt. Ich applaudiere euch fürs Zugucken, dass ihr das bis hierhin durchgehalten habt. Ja, das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, dachte ich auch, es wäre ein Einzelband. Aber nein, es ist eine Reihe, es wird eine Trilogie. Und ich glaube, im Englischen ist der zweite Teil inzwischen auch erschienen. Und zwar Diabolik von S.J. Kincaid. Ich habe dieses Buch im Januar gelesen und auch dieses Buch ist definitiv ein Jahreshighlight von mir. Ich hatte das zwischenzeitlich an Sina ausgeborgt, aber Sina mochte das Buch nicht, weil sie es immer mit Red Rising von Pierce Brown verglichen hat. Und ich glaube, wenn man einmal so ein Buch wie Red Rising gelesen hat, ich habe es persönlich noch nicht gelesen, und dieses Buch soll ja wirklich extrem sein, was das Worldbuilding, die Charaktere und das alles betrifft. Und ich glaube, wenn man einmal so ein Buch in so eine Richtung gelesen hat und dann ein Jugendbuch liest, was auch so in die Richtung tendiert, wird man das automatisch damit vergleichen. Und dann wird das Jugendbuch immer verlieren. Also ja, bin ich froh, dass ich Red Rising noch nicht gelesen habe, sondern Diabolik zuerst. Denn ich mochte Diabolik total. Ich fand die Story gut, ich fand die Welt gut, ich fand die Charaktere gut. Ich mochte, wie das Ganze am Ende abgelaufen ist. Ich fand das Ende auch richtig, richtig gut. Und diese Geschichte ist an und für sich in sich abgeschlossen. Also es ist kein offenes Ende. Es ist meiner Meinung nach schon so, dass man, was die Charaktere betrifft und so, noch einiges rausholen könnte und dass man die Geschichte auf jeden Fall noch weiter erzählen kann. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann im zweiten und dritten Teil von Diabolik noch passiert und ob wir auch wieder Nemesis begleiten oder ob wir vielleicht auch einen anderen Charakter haben. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe vom zweiten Teil auch noch nichts weiter gehört. Ich weiß nur, dass es eine mehrteilige Reihe werden wird und leider kein Einzelband, wie ich am Anfang dachte. Und ja, Diabolik von S.J. Kincaid fand ich einfach großartig. Wer gerne Science-Fiction-Geschichten liest und Jugendbücher mag, sollte sich Diabolik auf jeden Fall angucken. Ich fand dieses Buch einfach nur großartig und ja, ich freue mich dann auf den zweiten Teil. Ja, damit wären wir jetzt am Ende. Wir sind durch, ihr habt es geschafft. Oh Mann, das waren jetzt 45 Buchreihen und das waren alle Buchreihen, die ich jetzt angefangen habe hier bei mir zu Hause. Und es sind definitiv mehr wie letztes Jahr. Ich wollte eigentlich weniger haben wie letztes Jahr. Wieso habe ich jetzt mehr? Verdammt! Ah, verdammt, verdammt. Hätte ich keine neuen Reihen angefangen, hätte ich jetzt nur noch so um die 10 Stück. Wäre doch cool, aber naja, man liest ja halt doch neue Reihen und fängt neue Reihen an und naja, egal. Habe ich jetzt halt nächstes Jahr wieder zu tun mit Reihenabbau. Ich will mir jetzt auf jeden Fall für nächstes Jahr vornehmen, dass ich die Reihen, die ich beenden könnte, auf jeden Fall auch beende oder dann halt abbreche, je nachdem, ob ich die Reihe noch mag oder nicht. Und ja, mal gucken, wie sich das Ganze nächstes Jahr entwickelt und wie wir in einem Jahr hier sitzen und wie das Ganze dann aussieht. Ob es dann immer noch 45 sind, ob es dann 60 sind oder 20 oder 10 oder 0. Das wird nicht passieren. Aber
Ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze auch im nächsten Jahr wieder entwickeln wird. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, meine Reihen fortzusetzen und halt gesagt halt auch zu beenden. Und ja, wie sieht es bei euch aus? Wie lief das bei euch dieses Jahr so mit dem Reihenabbau? Oder sagt ihr, boah, ich achte da eigentlich gar nicht so drauf, was ich für Reihen zu Hause habe, sondern ich lese das, worauf ich Bock habe. Also ich weiß ja auch von vielen, dass die immer anfangen, Reihen zu lesen und dann einfach nicht weiterlesen nach dem ersten Teil, weil sie es auch einfach manchmal vergessen. Und ja, so ging es mir ja auch eine Zeit lang, aber deswegen habe ich mich ja dieses Jahr dem Projekt Reihen beenden gewidmet. Und ich finde, mit 20 Reihen bin ich da eigentlich auch ganz gut dabei. Wie gesagt, ein paar hätte ich noch hier, die ich beenden könnte. Und das will ich auch auf jeden Fall nächstes Jahr versuchen. Und ja, schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung zum Thema Reihen und beenden und weiterlesen und fortsetzen und abbrechen gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich dieses Mal wirklich extrem fürs Gucken, denn wie gesagt, dieses Video wird extrem lang. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.